Ein Auto kann ja ganz schön bedürftig sein. Es braucht von Zeit zu Zeit neue Reifen, es braucht von Zeit zu Zeit Öl, es braucht vielleicht eine neue Windschutzscheibe, wenn es einen Steinschlag abfängt. Das ist mühsam, aber das muss nicht so sein, wenn man auf Best Drive bei Continental setzt. Der Reifen ist zwar einer der wichtigsten Teile des Fahrzeugs, aber halt auch nur ein Teil des Fahrzeugs. Dessen ist man sich bei Continental bewusst und man hat erweitert. Vom reinen Reifenhändler zur Werkstatt für alle automobilen Anliegen. Was Best Drive bei Continental kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Profireifen und Reifenion, die heimischen Urgesteine des Reifenhandels, verschwinden in den Geschichtsbüchern. Alle Filialen erhalten den Namen Best Drive bei Continental. So schließt man sich der Entscheidung vieler weiteren europäischen Continental-Handelsgesellschaften an. Jahrzehntelange Zugehörigkeit und Verbundenheit zum Konzern wird jetzt auch namentlich nach außen getragen und darauf sind wir stolz. Neben der Umbenennung erfolgt natürlich auch eine Umgestaltung der Filialen. Der neue Anstrich verfehlt seine Wirkung nicht. Wir haben ein neues Branding mit moderner, zeitgemäßer Optik. Der Kunde soll direkt wissen, wo er ist und wo er hin muss. Zusammengefasst, er soll sich bei uns willkommen fühlen. Moderne Innenraumgestaltung und bequeme Sitzmöbel sorgen für eine optimale Überbrückung der Wartezeit. Durch das Rebranding erweitern wir auch unser Serviceportfolio als Mobilitätssicherer vom Reifenhändler zum Full-Service-Provider. Als markenunabhängiger Kfz-Betrieb servicieren wir in unseren Werkstätten verschiedene Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller, vom Pkw hin bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Wir sind Experte für Reifen, für Fahrzeugreparaturen, aber auch für Fahrzeugwartung. Diese Dienstleistungen bieten wir auch für Elektrofahrzeuge an. Als sogenannter Full-Service-Provider bietet man natürlich die klassischen Dienstleistungen, wie die Überprüfung nach § 57. Auf gut Deutsch das Pickerl. Gut geschulte Mitarbeiter machen aber auch Instandsetzungen und die Reparatur von Unfallfahrzeugen möglich. Das unterstreicht nochmal das umfassende Portfolio von Best Drive. Angelegenheiten rund um Rad und Reifen sind natürlich weiter ein großes Thema in den Werkstätten der ContiTrade-Marke. Es gibt nur eine Sache, die wichtiger ist als guter Fahrbahnkontakt, und zwar gute Sicht. Und die Scheibe, die muss getauscht werden. Und Gott sei Dank hat man bei Best Drive nicht nur das Know-how, die Scheibe fachgerecht zu tauschen, sondern man macht bei Bedarf auch noch die komplette Abwicklung mit der Versicherung. Immer mobil bleiben, das ist der Leitsatz bei Best Drive. Darum bietet man den Kunden bei Bedarf auch ein Auto aus der modernen Leihfahrzeugflotte. Wir bedienen alle Kundengruppen, vom Privatkunden über den klassischen Handwerksbetrieb mit mehreren Fahrzeugen bis hin zu internationalen Flottenkunden mit einem großen gemischten Fuhrpark. Im Jahr 2022 haben wir in unseren mehr als 50 Werkstätten österreichweit bei über 200.000 Fahrzeugen für Mobilität gesorgt. Reifen ist viel, aber eben nicht alles im Leben. Das hat auch Continental begriffen. Und nun hat man mit Best Drive bei Continental über 50 Werkstätten, die in ganz Österreich Mobilität sicherstellen. Nissan steckt sich jedes Jahr im Oktober eine pinke Schleife ans Blech. Warum machen sie das? Ganz klar, es geht um Pink Ribbon und um das Thema Brustkrebs. Und Sie werden sich jetzt fragen, ja, in einer Autosendung, wo so viele Männer zuschauen, was ist das für ein Thema? Warum bringt er uns das? Ja, ganz einfach. Das Thema Brustkrebs geht uns alle an. Die Pink Ribbon ist ein Symbol für Hoffnung, Unterstützung und Aufklärung zum Thema Brustkrebs. Die rosa Schleife soll dabei nicht nur maximale Aufmerksamkeit generieren, sondern gemeinsam mit Nissan auch die Helfer beim Helfen unterstützen. Mit an vorderster Front kämpft Bettina Assinger als Pink Ribbon Botschafterin. Ihr geht es um mehr Aufmerksamkeit für die Pink Ribbon Aktion.
Weil ich immer wieder sehe, auch im natürlichen Bekannten, im Freundes-, im Familienkreis, wie viele Frauen an Brustkrebs erkranken und die wirklich Hilfe brauchen. Und wir wissen mittlerweile, dass Vorsorge das Leben retten kann. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich diese Botschaft weitergebe. Bitte geht zur Vorsorge. Und das ist eines der wichtigsten Botschaften einer Pink Ribbon Botschafterin. Wie gesagt, es ist mein Herzensprojekt. Die einen nennen es Herzensprojekt, die anderen eine Herzensangelegenheit. So oder so wichtig ist, dass die Partnerschaft zwischen der österreichischen Krebshilfe und Nissan Bestand hat. Für mich ist das Projekt wirklich eine Herzensangelegenheit. Mit dem Übergang von Nissan auf Astara als neuer Nissan-Importeur für Österreich sind wir sehr stolz und auch freuen uns über die Kooperation, dass wir sie weiterführen können, mit der österreichischen Krebshilfe, sprich Pink Ribbon, weiterführen können. Doch selbst wenn man auf starke Partner wie Nissan zählen kann, gibt es für die österreichische Krebshilfe noch viel zu tun. Dabei steht eine sichere Finanzierung an oberster Stelle, denn nur so kann Betroffenen zielsicher geholfen werden. Wir brauchen Unterstützung, wir bekommen keine staatlichen Subventionen. Das heißt, wir brauchen Spenden aus der Bevölkerung, von Angehörigen, ehemals Betroffenen, aber auch karitative Veranstaltungen in ganz Österreich und vor allen Dingen Kooperationen mit Unternehmen, Organisationen, so wie Nissan. Mit der pinken Schleife soll auch daran erinnert werden, dass Vorsorgeuntersuchungen der beste Weg sind, um Krebserkrankungen frühzeitig zu entdecken. Vor allem bei Brustkrebs besteht eine hohe Chance auf Heilung, solange er rechtzeitig erkannt wird. Brustkrebs ist ein Thema, das uns alle betrifft, das viele Frauen und auch Männer betrifft und dem man nie genug Aufmerksamkeit widmen kann. Wir unterstützen Pink Ribbon mittlerweile seit vielen Jahren und wir hoffen, dass wir mit unserem Engagement die Betroffenen motivieren können, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und auch, dass wir damit unsere Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck bringen. Alle Informationen und wie auch Sie helfen können, finden Sie unter www.pinkribbon.at. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Zum Neuen oder zum Gebrauchten, ja, da gibt es bei mir nur einen Weg, nämlich mit der Willhaben-App. Und damit habe ich eine Giulia GT Junior von Alfa Romeo gefunden. Dabei handelt es sich um ein Sondermodell, das man selten auf Österreichs Straßen sieht. Verbaut ist ein Dieselmotor mit 209 PS und eine tolle Ausstattung. Die Lackierung in Gold-Orange sticht natürlich sofort ins Auge und hebt sich richtig gut von der grauen Masse ab. Die Giulia überzeugt vor allem beim Fahren, denn die fesche Italienerin ist knackig abgestimmt und fahrdynamisch eine Wucht. Das Modell, das ich gefunden habe, hat nur 5700 Kilometer am Tacho, ist ein Baujahr 2022 und steht beim Autohaus Schmidt-Berger in Machtrenk, Oberösterreich. Gesucht und gefunden, natürlich, mit der Willhaben-App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns übernächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß auf unserem YouTube-Kanal. Hier ist auch schon die Webadresse. Einfach mal draufklicken und lasst ein Like da. Von meiner Seite war's das jetzt. Servus und Baba. Übernächste Woche in Go. Wir fahren den neuen Renault Clio und alle Porsche 911 Generationen. Also unbedingt wieder einschalten. Go, powered by Turmöl. Angert!